Preist den Herrn, gesegnete Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet auf Jesus ist Lord Radio, euer Endzeit-Erweckungsradiosender und Radio Frieden. Mein Name ist Pastor Julia und es ist ein großer Segen und ein großes Privileg, euch heute in dieser Sendung begleiten zu dürfen. Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Willkommen an Bord. Ja, für alle eure Fragen, verehrte Zuhörer aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und aus allen Ländern, die gerade zugeschaltet haben, ihr könnt uns eure Fragen und Kommentare senden unter der E-Mail-Adresse jesusislord.fmradio@gmail.com. Wir freuen uns, von euch zu hören und werden euch umgehend dann eine Antwort schicken. Ja, liebe Zuhörer, wir haben in der letzten Sendung bzw. in den letzten Sendungen über das Gleichnis von dem verlorenen Sohn gehört, gepredigt von Bischof Michael Nieswand. Wir werden nächste Woche weiter in dieser Sendereihe gehen und heute jedoch möchte ich euch von dem mächtigen Treffen, das in Namibia stattgefunden hat, berichten, von der mächtigen Pastorenkonferenz, von dem mächtigen Heilungsgottesdienst, der in Windhoek in Namibia am 19., 20. und 21. Mai stattgefunden hat. Also am 19. und 20. fand die Pastorenkonferenz statt und am 21. Mai gab es den mächtigen Heilungsgottesdienst und der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, besuchte das Land diese 3 Tage und das Land ist nicht mehr dasselbe. Viele Veränderungen sind passiert und verehrte Zuhörer, ich empfehle euch auch, auf unsere Webseite zu gehen. Sie heißt www.repentandprepareTheWay.org. Dort könnt ihr viele Bilder sehen von diesen mächtigen Heilungszeugnissen, von den mächtigen Heilungen des Herrn, die in Windhoek in Namibia stattgefunden haben. Es ist sehr, sehr unbeschreiblich, was passiert ist, verehrte Zuhörer. Am 21. Mai 2017, die mächtige Herrlichkeit Gottes strahlte auf seinen Diener, als der glorreiche Heilungsgottesdienst stattfand. Und ihr könnt auch das Bild sehen im Internet auf unserer Webseite, wie ich eben gerade gesagt habe, www.repentandprepareTheWay.org. Dort könnt ihr das Bild sehen. Der Herr hat es sogar erlaubt, dass die mächtige Herrlichkeit Gottes, die auf seinen Diener strahlte, am 21. Mai 2017 auf dem Heilungsgottesdienst. Das könnt ihr sogar auf dem Bild sehen, auf der Webseite. Ja, und als der Endzeitprophet des Herrn seine linke prophetische Hand hebte und Heilungen verordnete auf dem Heilungsgottesdienst am 21. Mai 2017, brachen in Windhoek, Namibia, massive Heilungen aus. Verehrte Zuhörer, es war so mächtig. Zum Beispiel ein Kleinkind, das ein Krüppel war, von Geburt auf an, konnte plötzlich aufstehen und gehen. Für das erste Mal seit seiner Geburt konnte er gehen. Viele Krüppel und Lahme konnten aufstehen und sie gingen einfach fort. Es ist unbeschreiblich, was der Herr tat an diesem Tag, an diesem 21. Mai 2017. Verehrte Zuhörer, ich möchte euch auch von einer Frau berichten, die vorher blind war und sie konnte mit einmal sehen. Sie konnte mit einmal sehen auf dem Heilungsgottesdienst in Windhoek in Namibia. Und zum Beispiel wurden auch schwere Wirbelsäulenverletzungen geheilt. Es fanden viele, viele Heilungen statt. Viele Menschen wurden besucht von dem Herrn an diesem Tag. Und es war einfach unbegreiflich, was dort passierte. Eine mächtige Heilungsexplosion fand statt. Viele Menschen wurden berührt von dem Herrn und sie wurden geheilt. Ja, sogar lösten sich Tumore auf. Menschen, die Tumore hatten, wurden geheilt an diesem Tag. Wir haben jetzt hier den Bericht bekommen, dass 12 Leute, die Tumore hatten, ihre Tumore lösten sich auf vor laufender Kamera. Und diese Kamera, die strahlte dies weltweit aus, verehrte Zuhörer. Es ist wirklich mächtig, was der Herr getan hat, dass man jetzt vor laufender Kamera
Heilungen sieht. 12 Tumore wurden geheilt, verehrte Zuhörer. Es ist also ganz mächtig, was der Herr jetzt in der Gemeinde tut. Und mein Gebet ist es, dass auch der Herr solche Heilungen vollbringen wird in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Möge auch der Herr uns besuchen und möge auch in unseren Nationen eine große Erweckung stattfinden. Verehrte Zuhörer, lasst uns nun den Herrn anbeten mit dem nächsten Lobpreislied. Du machst alles neu. Du machst alles neu und alles wird gut in dir. Mitten in diese Welt bringst du Hoffnung her durch das Leben, das du uns schenkst. Du machst alles neu. Jeden Tag und für immer besteht deine Liebe, die Hoffnung vergeht nie. Halleluja. Im Glauben nur sehe ich, du bringst Leben, wenn dein Mund spricht. Nichts ist so, wie es einmal vorher war. Ich lebe nun in dir. Du machst alles neu. Du machst alles neu. Jeden Tag und für immer besteht Zuhörer, ihr habt eingeschaltet auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Herzlich willkommen zu eurer aktuellen Ausgabe von Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt aus Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, aus Texing, Niederösterreich, aus Berlin, aus Hamburg und aus den vielen anderen Städten aus Deutschland. Herzlich willkommen an Bord. Ja, verehrte Zuhörer, was der Herr getan hat in Namibia, in Windhoek, am 21. Mai 2017, ist einfach unbeschreiblich. Ich habe eine Nachricht erhalten von Marie Hessel aus Münster. Sie
hatte den großen Segen gehabt, die Möglichkeit gehabt, dass sie in Namibia in Windhoek da gewesen war, auf diesem mächtigen Treffen. Sie war die Tage da gewesen. Sie hat an der Pastorenkonferenz teilgenommen und am Heilungsgottesdienst. Und sie schreibt, dass sie den Herrn segnet und sehr dankbar ist, dass sie nach Namibia fahren durfte. Und sie war mit ihrem Sohn Thomas dort. Und sie sagt, sie schreibt hier, dass sie so viel Kraft, Heilung und Frieden gesehen hat. Die Leute riefen in Namibia, dass der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, wahrlich der Mann Gottes ist. Und sie wollten sogar, dass er nicht losfährt. Und sie wollten, dass er wieder zurückkommt, so schnell wie möglich. Sie schreibt, dass die Heilungen sehr erstaunlich waren. Und es war ja tatsächlich auch außer Kontrolle. Was sie mit ihren eigenen bloßen, nackten Augen gesehen hat, ist einfach unvorstellbar, sagt sie. Die Wunder von unserem Gott, dem Vater, die Wunder sind so mächtig, die passiert sind in Namibia. Und keiner kann es sich auf der Welt leisten, dass jetzt er diese mächtigen Ereignisse verpasst. Und wir können diese auch im Internet sehen und auf der Webseite. Und sie empfiehlt jeden, einfach an diesen Erweckungstreffen teilzunehmen. Und die Botschaften von dem mächtigen Propheten des Herrn, ja, diese zu hören und auch den Anweisungen zu folgen. Sie sah viele Heilungen und sie hat alle ihre Sorgen, ihre eigenen Sorgen vergessen und sie hat einfach gesehen, wie viele Menschen geheilt wurden und sie kann es kaum glauben, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen hat. Sie ist jetzt wieder zurück nach Deutschland gefahren und sie kann sagen, dass ihr Leben sich und ihr Haushalt sogar sich komplett verändert hat, nachdem sie und ihr Ehemann sogar gesehen haben, wie diese Dinge passiert sind in Namibia, weil ihr Ehemann und ihre Familie haben in Deutschland auch über Livestream diesen mächtigen Heilungsgottesdienst verfolgt und die Pastorenkonferenz und sie haben live mit ihren Augen auch gesehen im Internet, wie diese mächtigen Heilungen passiert sind und sie gesehen haben, wie Menschen von dem Heiligen Geist berührt wurden und sie danken so dem Herrn dafür, dass er das jetzt zu dieser Stunde tut. Und sie dankt den Herrn so sehr und ist ewiglich dankbar dem Herrn und betet einfach, dass der Herr sich erinnert an ihre Familie und an Deutschland, dass dort auch eine Erweckung ausbricht. Verehrte Zuhörer, das sollte jetzt das Gebet für uns alle sein, dass eine Erweckung auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz passiert. Liebe Zuhörer, das war ein kurzer Bericht von dem Heilungsgottesdienst in Windhoek, Namibia, der stattgefunden hat vor einer Woche. Liebe Zuhörer, ich möchte euch jetzt einladen zu der mächtigen Botschaft, die der mächtige Prophet des Herrn in Windhoek in Namibia auf der Pastorenkonferenz gesprochen hat. Und das heutige Thema lautet die Vision von Daniel. Ich möchte euch dazu auch auffordern, alles mitzuschreiben, so wie es geht bei euch. Habt auch eure Bibel in nächster Reichweite. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr uns die natürlich senden unter jesusislord.fmradio@gmail.com. Aber jetzt lasst uns die Botschaft hören. Hier ist die Botschaft mit dem Thema Die Vision von Daniel. Er fing an, mir die Träume und Visionen von Daniel zu zeigen. Ich denke, ich habe fast über sie gesehen. Ich weiß nicht, ob noch einige übrig sind. Aber er hat mir viele, die Mehrheit von ihnen gezeigt. And one of them is this. Let me describe very quickly. Und eine von ihnen ist diese. Lasst mich sehr schnell beschreiben. One time, in a tremendous vision, einmal in einer gewaltigen Vision. I just realized there was a very huge, humongous, historic and shocking statue standing before me. Ich habe gerade realisiert, es gab eine sehr große, gewaltige, historische und schockierende Statue, die vor mir stand. And I could see its feet of clay and iron. What huge, unbelievable. Und ich konnte ihre Füße sehen aus Ton, Eisen und was auch. Gewaltig, unglaublich. So even to see it alone shocked me. Nun, alleine dies zu sehen, schockierte mich. And this conversation I'm sharing, und diese Unterhaltung, die ich mitteile,
2 days ago I was at the airport. I was on radio. Again that night he showed me this. Vor 2 Tagen war ich im Radio. Tatsächlich am Morgen, bevor ich zum Flughafen ging, war ich im Radio. Und diese Nacht zeigte er mir nochmals dies. Recently, those who are plugged in, you know. Kürzlich, diejenigen, die eingeschaltet sind, ihr wisst. Yeah, so twice. I'm shocked he has repeated. When I was coming here, he repeated. So he has repeated twice. Ja, nun 2 Mal. Ich bin schockiert. Er hat wiederholt. Als ich kam, wiederholte er. Also er hat es 2 Mal wiederholt. Yeah, rather, he has repeated it once. He has shown me twice. Vielmehr, er hat es 1 Mal wiederholt und mir 2 Mal gezeigt. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. This statue was so big. Diese Statur war so groß. So huge that looking at it alone. In that vision actually shocked me. So groß, dass man alleine, wenn man auf sie schaut, in dieser Vision mich tatsächlich schockierte. I was a little bit so shocked at this. Ich war ein wenig so schockiert darüber. Because I asked, what is this? Denn ich fragte, was ist das? However, jedoch, then, dann, in that vision, let me give the specific. In that vision, in dieser Vision, lasst mich das Spezifische geben. In dieser Vision, from this direction here, von dieser Richtung aus hier, while inside there, während dort drinnen, and not like this, und nicht etwa so, but came like this, aber kam etwa so, came a rock, kam ein Stein. In fact, that rock I can even draw it. It has a sharp edge. Tatsächlich kann ich diesen Stein sogar malen. Er hat eine scharfe Kante. It's a rock. Es ist ein Stein. It's a rock, but with sharp edge. Es ist ein Stein, aber mit scharfer Kante. Did not come like this. Actually came slanting like this. Kam nicht etwa so, kam tatsächlich etwa so geneigt. A rock came from that side. Ein Stein kam von dieser Seite. Where the Lord was, I knew the Lord was there. Wo der Herr war, ich weiß, der Herr war dort. And that rock smashed that statue. Und dieser Stein zertrümmerte diese Statur. Until what happened recently happened again. Bis das, was kürzlich passierte, wieder passierte. Recently, kürzlich, when he repeated it, als er es wiederholte, the dust, it became like chaff. Der Staub wurde wie Schaft. It disintegrated. And the dust, es zerfiel und der Staub. The Lord made the dust sweep me. The dust of that statue sweep me. Der Herr brachte den Staub dazu, dass er mich streicht. Der Staub von dieser Statue streichte mich. So I could feel the dust. Also konnte ich den Staub fühlen. Follow me on this now. Folgt mir zu diesem jetzt. So. Nun. The statue, humongous, unbelievable. Die Statue, gigantisch, unglaublich. Made of different metals. Gemacht aus verschiedenen Metallen. And then smashed like this. Und dann so etwa zertrümmert. And the dust even blows on me. Und der Staub bläst sogar auf mich. And then after that, und dann danach, as I was standing, als ich stand, in that was then, das war dann, when the Lord showed it to me in 2004, I thought it was the ocean. Als der Herr es mir zeigte 2004, dachte ich, dass es der Ozean war. Because all of a sudden, denn plötzlich, that rock that smashed became a huge mountain. Denn dieser Stein, der zertrümmerte, wurde zu einem großen Berg. And I found that I did not have where to stand. Und ich fand heraus, dass ich nirgendwo Platz hatte zum Stehen. I thought I was, because it was light blue, bluish down there. Ich dachte, weil es war leicht blau dort unten. I thought it was an ocean. Ich dachte, es war ein Ozean. I thought I was going to fall. Ich dachte, ich werde fallen. Into the ocean. In den Ozean. It looked like an ocean then. Now I'm wiser. Es sah damals aus wie ein Ozean. Jetzt bin ich weiser. Filled the whole earth. I did not have where to put my feet. Füllte die ganze Erde. Ich hatte nirgendwo Platz für meine Füße zum Stehen. I thought I was going to fall like this. Ich dachte, ich werde etwa so fallen. Into the ocean. Hinein in den Ozean. Only when I went now into the Bible. Nur als ich jetzt in die Bibel hineinschaute. Is when I realized, no, that was actually the universe, the other side, not the ocean. Ist, als ich realisierte, nein, das war tatsächlich das Universum, die andere Seite, nicht der Ozean. And that conversation he had with Daniel is in the book of Daniel chapter 2. Und diese Unterhaltung, die er mit Daniel hatte, ist in dem Buch von Daniel Kapitel 2. Verses 34, 35. Verse 34,
35. Then you hear the conversation, the dream, and then. Dann hört ihr die Unterhaltung, den Traum, und dann. The interpretation. Die Interpretation. Is the same chapter 2. Ist in dem gleichen Kapitel 2. Verses 44. Vers 44. 45. But I'm going to summarize it for you here. 45. Aber ich werde es hier für euch zusammenfassen. He's saying. Er sagt. That at that time the God of heaven. Dass zu dieser Zeit der Gott des Himmels will establish forth a kingdom. Ein Königreich aufrichten wird. And he says, and that kingdom will not be left to any other people again. Und er sagt, dass dieses Königreich zu keinem anderen Volk nochmals überlassen wird. That rock, that small rock that came and smashed. Dieser Stein, dieser kleine Stein, der kam und zertrümmerte. That kingdom, dieses Königreich. The mountain built was the kingdom of God, the symbolism. Der erbaute Berg war das Königreich Gottes. Die Symbolik of the kingdom of God, von dem Königreich Gottes, that rock, dass dieser Stein smashing the statue, die Statue zertrümmert, would create, would build, establish, install, würde erschaffen, erbauen wird, installiert, that totally covers the entire earth, der die ganze Erde total bedeckt. So really relevant to our discussion today. Also wirklich relevant für unsere Diskussion heute. The kingdom of God, the coming kingdom of God. Das Königreich Gottes, das kommende Königreich Gottes. But look at this now, there's finer detail to that. Aber betrachtet dies jetzt. Dazu gibt es feineres Detail. Meaning. Das bedeutet. You see a rock cut out, but not by human hand. Ihr seht ein Stein losgerissen. Ohne zu tun von Menschenhänden. Meaning, in the establishing of the kingdom of God, there will not be a human hand. Das bedeutet, in dem Etablieren von dem Königreich Gottes wird es keine menschliche Hand geben. Halleluja. Halleluja. I know he has sent us. Ich weiß, er hat uns gesendet. He has called us to do these things here. Er hat uns gerufen, um diese Dinge hier zu tun. To come and trumpet this for him, zu kommen und dies für ihn zu trompeten, to be his mouthpiece, to pastor that church, whatever, um sein Sprachrohr zu sein, um Pastor in dieser Gemeinde zu sein, wie auch immer. But the kingdom of God has its owner. Aber das Königreich von Gott hat seinen Besitzer. And whenever a pastor, und wann auch immer ein Pastor, is given the opportunity, I call it the privilege, die Gelegenheit gegeben wird, ich nenne es das Privileg, the humbling privilege to pastor a church, das demütigende Privileg, ein Pastor von einer Gemeinde zu sein, then it is as such, it is that, it is a privilege. Dann ist es so. Es ist dies. Es ist ein Privileg. So it is not your church. Es ist also nicht deine Gemeinde. As you can tell, I have so much knowledge. He has shown me everything in the church. Wie ihr sehen könnt, habe ich so viel Wissen. Er hat mir alles in der Gemeinde gezeigt. I'm going to come to that, but let me just clear this. Dazu werde ich kommen, aber lasst mich dies nur verdeutlichen. Er sagt, a rock cut out, but not by human hands. Ein Stein losgerissen, ohne zu tun, von Menschenhand. We are simply servants within that kingdom. Wir sind einfach Diener innerhalb dieses Königreichs. That kingdom. Dieses Königreich. I know you like to say we are kings within a kingdom. Okay, whichever thing you say. Ich weiß, ihr sagt gerne, wir sind Könige innerhalb eines Königreichs. Okay, wie auch immer ihr sagt. But I want to submit unto you that we are servants in that kingdom. Yes, aber ich möchte euch vorlegen, dass wir Diener in diesem Königreich sind. And he's saying, und er sagt, we will simply operate under the command and the instruction and under the paradigm set up by God. Wir werden einfach unter dem Befehl operieren. Und den Anweisungen und unter den Musteranschauungen von Gott. So it will not be built, also wird es nicht gebaut of human nature, von menschlicher Natur. So if you were me, that is the point at which to ask the church, then what is the human hand doing in the church? Nun, wenn ihr ich wäret, das ist der Punkt, an dem man die Gemeinde fragt,
Was macht dann die Menschenhand in der Gemeinde? Wenn ihr ich wäret, das ist die Frage, die ihr dort fragen könnt, im Vorbeigehen. He's saying, er sagt, then what is the humanness doing in the glorious eternal kingdom of God that is in the church? Dann, was macht die Menschlichkeit in dem glorreichen, ewiglichen Königreich Gottes, die in der Gemeinde ist? Then what is the pride doing at the pulpit? Was macht dann der Stolz an der Kanzel? Where you feel you are the one building it for God. Wo ihr fühlt, dass ihr es für Gott baut. You feel really it is you. Du denkst wirklich, du bist es. God has to depend on. Gott ist abhängig. Oh. Remember there are 7000 who have not yet done what? Erinnert euch, es gibt 7000, die noch nicht was getan haben? And worship Baal. Und Baal angebetet haben. Always remember that. Erinnere dich immer daran. Always remember that God can shock you. Erinnere dich immer daran, dass Gott dich schockieren kann. That's why for me my instruction, the brief that sent me is very clear. Deswegen für mich meine Anweisungen, das Mandat, das mich sandte, ist sehr eindeutig. To say it as has been said by him, as it is. Es zu sagen, wie es von ihm gesagt wurde, wie es ist. Whether when it hurts you, the better. That means it's working. Wenn es dir wehtut, umso besser. Das bedeutet, es arbeitet. Halleluja. Halleluja. Because if it does not hurt you, weil wenn es dir nicht wehtut, when the church is in this condition I see here, then there is a problem. You need to go back to the Lord and ask for the message. Wenn die Gemeinde in diesem Zustand ist, wie ich es hier gesehen habe, dann gibt es ein Problem. Ihr müsst zurück zu dem Herrn gehen und nach der Nachricht fragen. A privilege, he says. Ein Privileg, sagt er. It's privilege. It's humbling. Es ist ein Privileg. Es ist demütigend. To be told. That's why I started by saying, it is so humbling, a privilege, to be sent to you. Um es gesagt zu bekommen. Deswegen habe ich angefangen, indem ich sagte, es ist so demütigend, ein Privileg zu euch gesandt zu werden. Because these are matters of eternity. Denn dies sind Angelegenheiten der Ewigkeit. That are unpurchasable. Die unkäuflich sind. Unpurchasable. Unkäuflich. Cannot buy with money. Kann man nicht mit Geld kaufen. Yeah, these are serious issues of the Creator. Ja, dies sind ernsthafte Angelegenheiten des Erschaffers. But you can see already. Aber ihr könnt schon sehen. He's saying, er sagt, that there is a kingdom that is coming. That's why I am here. Dass es ein Königreich gibt, das kommt. Und deswegen bin ich hier. And he says, repent. Und er sagt, tut Buße. And prepare the way. Und bereitet den Weg. For the kingdom of God is in hand. Denn das Königreich Gottes ist vorliegend. And he said that kingdom will last forever and ever. Und er sagt, dieses Königreich wird für immer und ewig andauern. Has no end. Hat kein Ende. So, even as you like to make profit. Nun, auch wenn ihr es mögt, Gewinn zu machen. To be profitable here. Um profitabel hier zu sein. The things you do, you want to prosper. Die Dinge, die du tust, du willst erfolgreich sein. You want to grow in it. You want to profit in it. Du willst darin wachsen. Du willst damit profitieren. So he's saying, this is the most profitable thing to do, to prepare for that eternal kingdom now with your 70 years here. Nun, er sagt, dies ist die höchst gewinnbringende Sache zu tun, um sich für das ewigliche Königreich jetzt vorzubereiten. Mit deinen 70 Jahren hier. It's profitable. Es ist gewinnbringend. It is worthy to spend the short time we have to prepare for that eternal one. Es ist angemessen, die kurze Zeit, die wir haben, für das ewigliche zu gebrauchen. We will benefit bigger. Wir werden größere Vorteile haben. By preparing for that which does not end. Indem wir uns vorbereiten für das, was nicht endet. Because they're running around barbecue here, discos, what, drinking alcohol, whatever, that is short-lived like this. Denn das Rumlaufen, Grillen hier, Diskotheken, was, Alkohol trinken, was auch immer, dies ist kurzlebig, so etwa. In fact, people, those who are wise, they would almost
feel sorry for you. Tatsächlich, Leute, diejenigen, die klug sind, sie werden fast Mitleid für dich haben. Sie sagen, aber dies ist so kurzlebig. Warum würdest du darin investieren? And destructive. Und zerstörerisch. He said, there is a kingdom that is coming. Er sagt, es gibt ein Königreich, das kommt. And that's why I am here. Und deswegen bin ich hier. It is called the kingdom of God. Es heißt das Königreich Gottes. And he says, will not be left to any other people. Und er sagt, es wird keinem anderen Volk überlassen werden. It will for those who walk in that way. Es wird für diejenigen sein, die auf diesen Weg gehen. The people of the Lord. Die Leute von dem Herrn. Halleluja. Halleluja. So there is so much there. It's a whole message on its own accord. Nun, es gibt so viel dort. Es ist eine ganze Botschaft für sich selbst. But I just wanted you to know that the Lord spoke. Aber ich wollte euch nur wissen lassen, dass der Herr sprach. He spoke in 2004. He spoke recently on 17th. Er sprach in 2004 und er sprach kürzlich am 17. 17th of this month. In fact, I am giving you hot bread from the throne of my Father. Am 17. von diesem Monat, im Grunde genommen, gebe ich euch heißes Brot von dem Thron meines Vaters. Recently he spoke it. Kürzlich sprach er es. So really it is important to him. Also wirklich ist dies für ihn wichtig. I don't know why when I'm coming to Namibia and then he speaks it. So sometimes I also want to understand deeper things. You understand? Ich weiß nicht warum, wenn ich nach Namibia komme und dann spricht er es. Nun, manchmal möchte ich auch tiefere Dinge verstehen. Versteht ihr? As I'm about to leave to airport, actually you are waiting for me outside, right? Während ich kurz davor war, zum Flughafen zu gehen. Im Grunde genommen habt ihr draußen auf mich gewartet, richtig? To come so we go to the airport, then you are shocked I'm on, live on radio, right? Und dann seid ihr schockiert, dass ich live im Radio bin, richtig? So some of these things you may want to understand deeper why. Nun, manche von diesen Dingen möchte man tiefer verstehen. Warum? Is he saying, go right there and announce the coming of the kingdom of God from Windhoek? Sagt er, geh dorthin und komme dort an und gebe das Kommen des Herrn bekannt. Von Windhoek aus? What is the message then? Was ist die Botschaft dann? But we know the instruction. Aber wir kennen die Anweisung. That we need to prepare. Dass wir uns vorbereiten müssen. The nations need to prepare. Die Nationen müssen sich vorbereiten. And we know how to prepare. I'm going to give deeper instruction here. However, und wir wissen, wie wir uns vorbereiten. Ich werde hier tiefere Anweisungen geben. Jedoch, we know that for without holiness, wir wissen, dass ohne Heiligung, nobody will see the Lord. Niemand den Herrn sehen wird. You see that? So really, God is so good. He put everything in the Bible for us. Ihr seht dies. Also wirklich, Gott ist so gut. Er stellte alles für uns in die Bibel. We can literally prepare and make substantive gain and enter. Wir können uns wortwörtlich vorbereiten und wesentliche Gewinne machen und eintreten. And as a pastor, how do you then prepare as a pastor? Und als Pastor, wie als Pastor bereitest du dann vor? How do you prepare the sheep when you yourself you have not yet entered? Wie bereitest du die Schafe vor, wenn du selbst noch nicht eingetreten bist? So really, the first call is at the pulpit, right? Also wirklich, der erste Ruf geht an die Kanzel, richtig? So that you can now lead them to that which you've entered in, that which you know, right? So dass du sie jetzt in das hineinführen kannst, in dem du eingetreten bist, welches du weißt, richtig? Halleluja. Halleluja. And that's why for me this is a big blessing, because this is a big crowd. Und deswegen ist dies für mich ein großer Segen. Denn dies ist eine große Masse. In Kenya I began. Actually I was preaching by the markets. All the prophecies I gave near the market. In Kenia fing ich an. Tatsächlich predigte ich auf den Märkten. All die Prophezeiungen, die ich gab, in der Nähe vom Markt. Near the fish market at the gate. In der Nähe des Fischmarktes am Tor. All the prophecies I gave there. I gave the prophecies there. All die Prophezeiungen gab ich dort. Ich gab die Prophezeiungen dort. Even the first Asian tsunami, what? Sogar der erste asiatische Tsunami. Und was? So this is too big a start. Nun, dies ist ein zu großer Start. This is very big. The revival here then should be greater than Kenya. Das ist sehr groß. Die Erweckung dann sollte größer sein als in Kenia. Why? Because there's no limit. Warum? Weil es keine Grenze gibt. The same kingdom of God that is open
with the outflow of the latter glory is also open here now. Das gleiche Königreich Gottes, welches offen ist mit der Ausströmung der letzteren Herrlichkeit, ist auch jetzt hier offen. Oh yes. Oh ja. So should be greater then, because you are beginning differently, right? Sollte dann also größer sein, denn ihr fängt anders an, richtig? You are sitting with me here. You are loving this message. You are listening to it. Kenya, sometimes it was challenging, as he said. Ihr sitzt mit mir hier. Ihr liebt diese Nachricht. Ihr hört zu ihr. Kenya, manchmal es war herausfordernd, wie er sagte. It was a bit challenging to stand or to sit and listen. Es war etwas herausfordernd, zu stehen und zu hören. And I know how challenging it has been also for Namibia. That's why some of them are not here. Und ich weiß, wie herausfordernd es auch für Namibia war. Deswegen gibt es einige, die nicht hier sind. But they will hear and they should be given the same opportunity as everybody else to come in. Aber sie werden hören und ihnen sollte die gleiche Gelegenheit gegeben werden wie allen anderen, um hineinzukommen. I've never ever heard anyone say, for me I go to church because I want to go to hell. Ich habe niemals jemals jemanden gehört, der gesagt hat, ich gehe zur Gemeinde, weil ich in die Hölle gehen will. No. Nein. No, and I've been all over the earth, from New Zealand all the way to Finland up there, from South Korea all the way to Canada. I've been everywhere, to South America down there. I've never heard anybody. Nein, und ich war überall auf der Erde, von Neuseeland, all den Weg bis nach Finnland, dort oben, Südkorea, all den Weg bis nach Kanada. Ich war überall, bis nach Südamerika, dort unten. Ich habe niemals jemanden gehört. Say that for me, I want to be a pastor because I want to go to hell. No. Der sagte, ich will ein Pastor sein, weil ich in die Hölle gehen möchte. Nein. So once they get this message, also sobald sie diese Nachricht erhalten, they too will prepare and enter. Sie auch werden sich vorbereiten und eintreten. Then my mission is accomplished. Dann ist meine Mission ausgeführt. Halleluja. Halleluja. Oh yes. Oh ja. Gesegnete Zuhörer aus Neukirchen, aus Kronach, aus Stuttgart, aus Wuppertal, aus Duisburg, aus Österreich, herzlich willkommen zurück. Das war die mächtige Botschaft. Das Thema war die Vision von Daniel, die Botschaft, die der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, auf der Pastorenkonferenz in Windhoek, Namibia am 19. Mai 2017 gesprochen hat. Ja, verehrte Zuhörer, wir haben in dieser Botschaft gehört, dass der Herr, den Mann Gottes, den Endzeitpropheten des Herrn, die Vision von Daniel zeigte. Der Stein, der die gewaltige Statue zerschmetterte. Und der Staub blies sogar auf den Mann Gottes in dieser Vision. Verehrte Zuhörer, wir können nun aus der Bibel lesen, aus Daniel, aus dem Buch Daniel, Kapitel 2, Vers 34 und 35. Daniel, Kapitel 2, Vers 34 und 35. Und hier steht, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne zu tun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Herz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Verehrte Zuhörer, und in Kapitel 2, in dem gleichen Kapitel Daniel, Kapitel 2, Vers 44 und 45 können wir lesen. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Vers 45, ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne zu tun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott
hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Verehrte Zuhörer, der Stein, der die Statue zerschmettert, ist Jesus. Verehrte Zuhörer, in dem Etablieren des Königreich Gottes wird es keine menschliche Hand geben. Was tut also die Menschlichkeit in der Gemeinde, in der heutigen Gemeinde? Das haben wir gehört, wie der Mann Gottes die Gemeinde in Namibia gefragt hat. Aber diese Frage sollten wir uns auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz stellen. Die menschliche Hand, die Menschlichkeit in der Gemeinde, der Stolz an der Kanzel. Was hat dieser Stolz in der Gemeinde zu suchen auf der Kanzel? Pastoren predigen und sie tadeln nicht einmal die Gemeinde mehr, sondern sie predigen nur noch legere Predigen. Sie reden nicht darüber, über das Kommen des Messias. Ja, einige haben sogar die Hände in den Taschen und zeigen den Menschen, die sich versammelt haben, was sie für eine legere Beziehung sie zu dem Herrn haben. Die Pastoren sind heutzutage nicht mehr das Vorbild, wie sie es früher einmal waren. Der Glaubensabfall ist in die Gemeinde gekommen, die Sünde wird nicht mehr getadelt. Die Pastoren haben Angst, die Sünde zu tadeln, weil sie Angst haben, dass Spendengelder ausbleiben, ja, dass die Leute nicht mehr die Gemeinde besuchen. Also wird nur noch das gepredigt, was die Menschen hören wollen. Das Wort Gottes jedoch wird kaum noch angesprochen in der Gemeinde. Die Pastoren zählen nur noch auf große Menschenmengen. Es ist ihnen wichtig, dass viele Leute in die Gemeinde strömen, aber es ist ihnen kaum noch wichtig, dass die Gemeinde heilig lebt, dass die Menschen zur Heiligung kommen, dass die Menschen sich jetzt auf das Kommen des Messias vorbereiten. Denn es gibt ein Königreich, das kommt. Und der Herr sagt jetzt zur Gemeinde, er weist jetzt darauf hin, dass die Zeit knapp ist und diese Zeit, die wir jetzt noch haben, für Buße tun verwendet werden sollte. Dass wir jetzt uns vorbereiten auf das Königreich Gottes, welches vorliegend ist. Dass wir jetzt mit ganzem Herzen zu dem Herrn gehen und uns bekennen für die Dinge, die nicht korrekt in unserem Leben sind, die Dinge, die uns abhalten von dem Herrn. Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten auf das Kommen des Messias. Denn wir als Christen wurden berufen, das Wort Gottes zu verkünden, den Willen Gottes zu tun. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass die Gemeinde einen Besitzer hat. Und der Besitzer ist der Herr. Ihm gehört die Gemeinde und wir sind einfach die Diener des Herrn. Wir sollten dem Herrn dienen mit ganzem Herzen. Und haben wir das tatsächlich letztendlich verstanden und tun wir dies wirklich? Dienen wir wirklich den Herrn in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in allen Nationen, die gerade zugehört haben? Haben wir uns wirklich einmal diese Frage gestellt, ob wir tagtäglich den Herrn dienen, ob wir tagtäglich den Herrn erhöhen in allem, was wir tun? Sind wir wirklich die Diener Gottes? Tun wir wirklich das für das, was der Herr uns erschaffen hat? Operieren wir total zu 100% unter den Anweisungen des Herrn, zu den Geboten Gottes? Üben wir das Wort Gottes aus? Wenn Gott sagt in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, verehrte Zuhörer, der Herr fordert uns auf, auch heilig zu sein. Folgen wir dieser Anweisung, indem wir dies zeigen durch unsere Kleidung, indem wir uns heilig kleiden, indem wir unseren alltäglichen Lebensstil heilig leben, indem wir die Sünden komplett aus unserem Leben eliminieren, indem wir gegen die Sünde ankämpfen, indem wir heilige Gespräche führen, indem wir einfach Gespräche führen, die den Herrn ehren, indem wir Nachrichten an unsere Mitmenschen schreiben, die den Herrn ehren. Verehrte Zuhörer, auf Arbeit, in der Freizeit, im Familienleben praktizieren wir das Wort Gottes, verhalten wir uns nach den Geboten des Herrn oder machen wir einfach das, was die Welt uns vorschreibt? Haben wir uns als Christ mehr zur Welt mit einmal gedehnt? Sind wir mehr zu dem weltlichen Gefallen gegangen, als das Wort Gottes auszuüben in unserem Leben? Kann es sein, dass wir immer noch diese weltlichen Bücher lesen abends oder Ratgeber, immer noch diese weltliche enge Figur betonte Kleidung als Frauen tragen, weltliche Musik hören, falsche Prediger hören,
wo wir einfach alles mitnehmen, was man nur mitnehmen kann, ohne zu unterscheiden, ob das wirklich der Wunsch des Herrn ist? Kann es sein, dass wir aufgehört haben, Nächstenliebe zu unserem anderen, zu unserem Nachbarn zu praktizieren? Kann es sein, dass wir uns tatsächlich doch immer wieder in Lästereien, Ungeduld verstricken? Kann es sein, dass unser Profilbild auf Facebook oder auf WhatsApp oder sogar unser E-Mail-Profilbild aufreizend ist und andere verführt und somit andere in sündhafte Gedanken bringt? Verehrte Zuhörer, es sind alles die Details, auf die der Herr schaut. Haben wir wirklich ein heiliges Herz? Leben wir wirklich in der Vorbereitung? Denn der Herr kommt bald. Haben wir es wirklich verstanden, jetzt diese Zeit in Anspruch zu nehmen? Heilig zu leben und uns abzusondern von dem Weltlichen, uns zu separieren, ganz bewusst zu separieren, damit wir uns jetzt für das Kommen des Herrn vorbereiten. Haben wir aufgehört, auf diesem breiten Weg der Welt zu gehen? Haben wir uns auf diesen schmalen Weg gestellt? Gehen wir auf diesem schmalen Weg, auf dem Weg der Heiligung und der Buße? Verehrte Zuhörer, durch heiliges Verhalten kommen wir näher zu dem Herrn. Ein heiliges Verhalten spiegelt darin wieder, indem wir schnell Buße tun, wenn wir merken, es ist irgendwie doch jetzt etwas passiert, das nicht so gut war vor dem Herrn. Dann haben wir ein Herz, das schnell Buße tut. Sind wir jemand, der schnell vergeben kann? Oder sind wir immer diejenigen, die sich selbst verteidigen wollen und sich immer schnell angegriffen fühlen und nicht einmal zugeben, wenn sie Fehler gemacht haben? Respektieren wir unsere Mitmenschen? Respektieren wir die Meinung anderer? Versuchen wir, Frieden zu erleben und Frieden für andere zu bringen? Streben wir nach dem Frieden und dem Gottes Segen tagtäglich, stündlich? Leben wir ein Leben, das Gott ehrfürchtet? Leben wir ein Leben, das uns näher zu Gott bringt? Wer ist wie du? Wer ist dir gleich? Wer ist so mächtig? Wer ist so reich? Nur du allein bist würdig, Herr. Ich gebe dir Gott und Ehr. Du bist der König. In der heutigen Botschaft haben wir gehört, dass wir uns jetzt vorbereiten sollen auf das Kommen des Herrn, auf das kommende Königreich, das bevorsteht, das glorreiche Königreich. Und dieses Königreich ist ewig. Jetzt ist es also das Sinnvollste, das Klügste, ja das höchst Gewinnreichste, sich auf das Königreich vorzubereiten. Jetzt, mit jeder Zeit, die wir noch haben, diese kurze Zeit auf der Erde, die wir verbringen, diese Zeit sollten wir dafür nutzen, das ewige Königreich zu suchen und uns für das ewige Königreich vorzubereiten. Denn dieses ewige Königreich wird nie enden, das glorreiche Königreich des Herrn. Deshalb sollten wir jetzt nicht mehr mit diesen menschlichen Dingen uns beschäftigen, diesen unseren Fokus geben, sondern jetzt ist es doch so wichtig, das Königreich Gottes zu sehen. Denn all diese Dinge, die Sünde, die weltlichen Dinge wie Alkohol, sexuelle Sünde, sämtliche Ausschweifungen, Habgier, Lust nach dem Fleische, all nach diesen Dingen zu handeln, macht keinen Sinn mehr, denn diese Dinge sind sehr kurzlebig, zerstörerisch und bringen uns von Gott ab. Verehrte Zuhörer, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 27 steht: Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Verehrte Zuhörer,
Lasst uns also jetzt vorbereiten auf das Königreich Gottes, denn die Bibel sagt ganz eindeutig, etwas Unreines wird dort keinen Einlass finden. Ich lade euch nun ein, Jesus Christus neu in eurem Herzen zu empfangen, Gebet und Buße vor dem Herrn zu bringen. Ihr könnt diese Worte jetzt nach mir wiederholen. Herr Jesus Christus, ich komme vor dir und ich bekenne mich, dass ich ein Sünder bin. Ich tue Buße für alle meine Sünden. Bitte wasche mich heute rein mit deinem kostbaren Blut. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich um von allen dunklen Wegen und von allen Sünden. Ich empfange dich ganz neu in meinem Herzen als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des ewigen Lebens und fülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in Heiligkeit und in deinem Willen zu leben. Bitte schreibe ganz tief dein Wort in mein Herz und führe mich in dein ewiges Königreich. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Gesegnete Zuhörer, vielen Dank, dass ihr gebetet habt. Ich möchte nun auch noch ein kurzes Gebet vor dem Herrn bringen. Allmächtiger Vater, im mächtigen Namen von Jesus Christus danke ich dir für die mächtige Botschaft heute und dass du uns jeden Tag aufwächst und uns neue Freude gibst und neue Hoffnung. Vater, ich danke dir für jeden, der heute Buße getan hat und der heute deine Botschaft gehört hat. Bitte geh in ihr Herz und mögen sie jetzt deinen Willen noch mehr spüren und mögest du sie jetzt vorbereiten auf das glorreiche Kommen des Messias. Im mächtigen Namen von Jesus bete ich. Amen. Verehrte Zuhörer, wir kommen nun zum Ende von der heutigen Sendung. Wir hören uns bald wieder hier auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Seid gesegnet. Mein Name ist Pastor Julia. Shalom.